Wir wollen uns jetzt ein bisschen mit Designmethoden beschäftigen, das heißt mit Arbeitsschritten, die uns systematisch dazu bringen, Dinge zu gestalten, Interfaces, Interaktionen, Produkte. Also hier geht es jetzt um Design Thinking und um ein paar Kreativmethoden. Design Thinking ist ein Ansatz, der die Menschen ins Zentrum stellt. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Werkzeug, wo wir auf die Bedürfnisse der Leute schauen wollen, um dann Technologien zu entwickeln oder aber auch Businesslösungen. Das heißt, hier geht es um einen Prozess, der uns ermöglicht zu gestalten, zu designen, und was wir gestalten, ist generisch. Das heißt, das können Interaktionen sein, es können Produkte sein etc. Und oftmals arbeiten wir mit interdisziplinären Teams auch zusammen. Das Design Thinking ist eine Methode, die verschiedene Phasen durchläuft. Hier haben wir jetzt 5 Phasen. Wenn ihr das googelt, seht ihr manchmal auch ein 6-Phasen-Modell. Das heißt, dann ist hinter Test noch die eigentliche, sag ich mal, Fertigstellung des Produktes drangehängt. Aber das 5-Phasen-Modell reicht uns in der HCI vollkommen. Das heißt, am Anfang haben wir eine Phase, die heißt Empathie. Was heißt das eigentlich? In der Intro haben wir geschaut, dass es sehr verschiedene Zielgruppen gibt. Das heißt, wir gestalten vielleicht für jemanden, der oder die sehr wenig mit uns gemeinsam hat. Ein anderes Alter, andere Hobbys, einen anderen Lebensstil. Und als Designer verstehen wir uns ja als Auftragsarbeiter und Auftragsarbeiterinnen und wollen der Zielgruppe quasi human-centered, also mit Fokus auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe, etwas herausarbeiten. Von daher müssen wir mit der Zielgruppe reden oder die Zielgruppe beobachten, Interviews führen, Studien lesen etc., um dann eine Frage zu definieren. Das heißt, zu schauen, was interessiert unsere Zielgruppe eigentlich und wo sind hier die Bedürfnisse. Und wir sehen hier über den ganzen Kreisen, die die Phasen darstellen, immer Linien. Das heißt, wir haben ja immer die Möglichkeit, teilweise zu versagen nach jeder Phase. Und das ist auch ganz üblich. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass das ein iterativer Prozess ist und wir jede Phase wahrscheinlich mehr als einmal durchlaufen. Und solange unsere Fragestellung noch nicht gut definiert ist, werden wir zurückgehen in die vorherige Phase und wieder schauen, was will die Zielgruppe, was kann die, was würde die Zielgruppe eigentlich glücklich machen. Das heißt, mehr nochmal Empathie generieren für unsere Zielgruppe. Wenn wir dann eine Fragestellung haben, gehen wir in die Ideenphase, in die Kreativphase und schauen hier, also generieren hier Ideen. Was sich erstmal einfach anhört, seid kreativ, aber das ist, wie ihr vielleicht wisst, nicht so wirklich einfach, ad hoc kreativ zu sein und ad hoc gute Ideen zu haben. Von daher schauen wir im Anschluss nochmal, wie wir das vielleicht systematisch angehen könnten. Aber angenommen, wir haben jetzt eine gute Idee, was machen wir damit? Das sind oftmals Konzepte und wir werden dann diese Konzepte exemplarisch in die Welt bringen, also den Konzepten eine Gestalt geben, in der Prototyping-Phase. Das heißt, wir werden entweder Hardware bauen oder Software implementieren, in denen sich die Konzepte wiederfinden, um dann zu testen, ob in den Prototypen die Antwort auf die am Anfang definierte Frage beinhaltet ist. Solange dies nicht der Fall ist, werden wir wieder zurückgehen. Das heißt, das ist total typisch, dass der erste Prototyp die Idee vielleicht noch nicht gut genug beschrieben hat oder aber, dass die Idee noch nicht gut genug ist, um der Zielgruppe gerecht zu werden. Und das heißt, so lange gehen wir in diesem iterativen Prozess vor und zurück und das ist eine typische Handhabung in der Produktentwicklungslinie für interaktive Produkte, wo wir halt den Menschen immer wieder ins Zentrum stellen. Und zwar am Anfang und auch am Ende und schauen, ob wir hier auf dem richtigen Weg sind. Wie bekommen wir eigentlich wie sind wir kreativ? Da schauen wir uns mal an, was
bekannte Designer, also kreative Menschen dazu sagen oder wie überhaupt Kreativität bewertet wird. Cameron Moll sagt, Einfluss ist geborgt und Inspiration ist verdient. Das heißt, wenn wir auf Kreation schauen, auf Produkte, dann sehen wir, dass die oftmals auf etwas anderes verweisen. Und wenn Produkte auf etwas verweisen, was nah dran ist, reden wir von einem Einfluss. Wenn aber die Inspiration, die Assoziation aus einer ganz anderen Domain kommt, dann reden wir von Inspiration. Wie sieht das am Beispiel aus? Wir wissen schon aus der Einführung, dass die Firma Apple sehr viel Zitate auf die Produktlinie der Firma Braun hat. Das heißt, der iPod sieht aus wie das T3-Transistorradio, der Taschenrechner erinnert auch an den Taschenrechner der Firma Braun. Und das ist jetzt ein bisschen Ermessensfrage, reden wir hier von Einfluss oder Inspiration, weil wir haben hier natürlich 30 Jahre zum Teil dazwischen oder auch 40 Jahre. Und das heißt, hier wurde nochmal in der Geschichte der Design Meilensteine geschaut und dann ja zum Teil auch Produkte entwickelt, die wesentlich komplexer sind. Das heißt, der iPod ist natürlich nicht ein Radio, sondern hat auch einen ganzen Online-Musikstore im Hintergrund. Es gibt aber auch sehr eindeutige Fälle, wo wir sagen können, hier liegt auf jeden Fall Inspiration vor, weil einen Roboter zu kreieren, der aussieht wie ein Insekt, da reden wir nicht mehr von Einfluss. Da hat die Domain, die Biologie, nicht wahnsinnig viel mit Robotern zu tun und das wird als sehr kreativ wahrgenommen. Oder aber auch eine Architektur, wenn wir hier Häuser haben, die zum Beispiel aussehen wie Segelboote. Im Möbeldesign, es gibt Stühle, die aussehen wie Eier, es gibt Stühle von Arne Jacobsen, die aussehen wie Schwäne oder an Ameisen erinnern. Und das sind auch eindeutig Beispiele für Inspiration. Genau, wann sind wir eigentlich kreativ? Viele Leute sagen, dass sie kreativ sind, wenn sie unter der Dusche stehen, vielleicht wenn sie Fahrrad fahren. Das heißt, in einer Situation, wo wenig Input von außen ist, dann denken wir vielleicht mal kurz an gar nichts oder wir haben dann eine gute Idee, weil wir einen Abstand zu unserem eigentlichen Sujet haben. Eine andere Möglichkeit ist, sehr viele Einflüsse zuzulassen und sich dann inspirieren zu lassen. Das macht natürlich notwendig, dass die Einflüsse aus einer anderen Domäne sind. Zum Beispiel gehen wir über einen Flohmarkt und sehen ein Objekt aus einem anderen Jahrhundert und haben dann eine Idee für eine neue Innovation. Wenn wir nicht auf den Flohmarkt gehen können, weil es regnet oder aus anderen Gründen und vielleicht auch gerade gar nicht wissen, wo sind denn eigentlich die Ideen, die ich suche, dann können wir auch ganz einfach von zu Hause die Bilder des Internets durchsuchen. Hier brauchen wir natürlich Keywords und wenn wir zum Beispiel irgendwas im Kommunikationsbereich kreieren wollen, macht es nicht wahnsinnig viel Sinn, etwas Naheliegendes zu googeln. Also Smartphones werden uns nicht weit wegbringen. Und auf etwas Innovatives, weil es viel zu nah an unserer eigentlichen Domain ist. Das heißt, hier weiter weg nach Schlüsselwörtern, nach Suchwörtern zu suchen, vielleicht im Bereich Accessoires, wird uns eher auf kreative Gedanken bringen oder aber auch im Abstrakten zu suchen, also im Konzeptionellen oder Metaphern, wenn wir über Kommunikation nachdenken, eher Nähe zu googeln oder Emotionen zu googeln, um dann zu schauen, was müssen Geräte eigentlich können und nicht unbedingt, wie müssen Geräte aussehen. Was auch eine übliche Methode ist, ist die Gruppendynamik zu nutzen und mit anderen Menschen zusammenzusitzen und kreativ zu sein. Das macht natürlich notwendig, dass hier alle miteinander reden, dass wir nicht Leute haben, die diesen Kreativprozess vielleicht dominieren, weil dann gehen uns vielleicht gute Ideen von einer ruhigeren Person verloren. Und von daher haben wir hier ein paar Regeln, die das sicherstellen sollen. Ihr habt bestimmt schon von Brainstorming gehört. Das heißt, Brainstorming ist ein systematischer Prozess, Gruppenkreativität in eine Form zu bringen. Dieser Prozess hat drei Phasen und in der ersten Phase, wir erinnern uns, wir hatten eine Frage definiert am Anfang. Das heißt, wir nehmen jetzt diese Phase,
setzen uns mit Leuten zusammen. Das ist ein moderierter Prozess. Das heißt, wir haben hier verschiedene Leute und wir sind vielleicht die Moderatoren. Und wir sagen dann den Leuten in unserer Brainstorming-Session, dass sie sich ein paar Regeln zu halten haben. Nämlich Ideen, die genannt werden, sollen nicht beurteilt werden oder nicht, über die soll nicht gerichtet werden, zumindest nicht jetzt. Später schauen wir, was ist eine gute Idee oder was nicht. Aber am Anfang wollen wir niemanden hemmen. Ideen sollen so verrückt wie möglich sein. Wir können auch gern Ideen voneinander modifizieren. Hier gibt es kein Ideeneigentum, kein Urheberrecht. Wichtig ist nur, im Thema zu bleiben, die Leute ausreden zu lassen, gern auch visuell zu sein, also was aufzuzeichnen. Und hier ist die Maxim Quantität und nicht Qualität. Das heißt, wir wollen ganz viele Ideen. Um die Qualität kümmern wir uns im zweiten Schritt. Hier wird nämlich aussortiert. Das heißt, hier gucken wir wieder in der Gruppe, welche Ideen wir denn gut finden, gerne verrückte Ideen aussuchen, weil wir wollen ja innovative Lösungen. Und am besten macht sich das mit einfachen Mitteln, zum Beispiel Post-its. Dann können wir einfach umarrangieren und hier visuell Gruppierung schaffen und quasi die Spreu vom Weizen trennen, um sie dann in der dritten Phase zu organisieren und zu dokumentieren. Das heißt, jetzt gehen wir in die Clusterbildung. Wir können hier Cluster bilden, zum Beispiel nach Themen, nach Anwendungsfeldern, nach Technologie, was auch immer zu unserer Fragestellung passt. Und müssen natürlich am Ende aufpassen, dass wir alles dokumentieren. Das geht heutzutage sehr einfach, weil jeder von uns wahrscheinlich ein Smartphone dabei hat und dann können wir einfach 2, 3 Fotos machen und die danach im Team teilen und mit denen weiterarbeiten, weil wir waren jetzt in der Ideenfindungsphase und jetzt geht es dahin, dass wir die Ideen in die Welt bringen wollen, um sie im nächsten Schritt zu testen. Das heißt, wir wollen jetzt Artefakte schaffen, die diese Ideen in sich tragen. Genau, und das wiederum ist Inhalt einer anderen HCI-Lecture.